Wenn wir eine Sternschnuppe sehen, freuen wir uns und glauben, wir hätten einen Wunsch frei. Aber was ist, wenn so ein Brocken einmal nicht in der Atmosphäre verglüht, sondern uns aufs Dach fällt? So wie 1954 in Alabama. Da hat sie noch Glück gehabt. Die Angst, der Himmel könnte uns irgendwann auf den Kopf fallen, sitzt tief. Noch 1910, als der Halleysche Komet mal wieder an der Erde vorbeiflog, befürchteten manche das Ende der Welt. Dazu bestand kein Grund. Aber mal im Ernst. Was, ja was, wenn mal wirklich so ein Brocken aus dem All auf die Erde stürzt? Hatten wir bisher einfach Glück? Es kann sein, dass wir irgendwann ein bisher unbekanntes Objekt entdecken, das die Erde bedrohen könnte. Es ist den Dinosauriern passiert und es kann uns auch passieren. Sind wir eigentlich vorbereitet, unseren einzigartigen Planeten zu verteidigen? Wenn wir zum Mond hinaufblicken, ist offensichtlich, da oben sind in den letzten 4,5 Milliarden Jahren einige Asteroiden eingeschlagen. Heute ist das Mondgesicht pockennarbig. Es wächst ja kein Gras darüber. Eine künstliche Intelligenz hat kürzlich 117.200 Krater gezählt. Und das sind nur die großen. Werden wir auf der Erde seltener von Asteroiden getroffen als der Mond? Der Mond wird schätzungsweise 25 Mal pro Seite getroffen. Jedes Jahr. Diese Einschläge bilden Krater von etwa 10 Metern Durchmesser. Der Mond wird ständig getroffen. Unser Vorteil, wir haben eine Atmosphäre. Diese dünne Hülle aus Stickstoff und Sauerstoff schützt uns also. In ihr verglühen die meisten Objekte aus dem All, bevor sie größeren Schaden anrichten können. Am Ende bleibt kaum mehr als ein kurzer Leuchtstreifen, genannt Sternschnuppe, und himmlischer Staub. 15.000 Tonnen außerirdischen Materials prasseln im Laufe eines Jahres auf unseren Planeten ein. 8.800 Tonnen davon erreichen den Boden. Das haben Forschende aus Frankreich durch Messungen in der Arktis ermittelt. 8.800 Tonnen. Das ist die Lademenge von 147 Güterwaggons. Das meiste stammt von Mikrometeoriten und Kometenstaub. So gibt es immer ausreichend himmlischen Nachschub für das Sandmännchen. Doch was ist mit den größeren Brocken? Die, die nicht auf Staubkorngröße verglühen. Wie gefährlich sind die für das Leben auf der Erde? Es gibt etliche Beweise dafür, dass wir doch immer wieder von Objekten aus dem All getroffen werden. Etwa in der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums in Wien. Ins Leben gerufen von, nein, nicht diesem Herrn, sondern von Kaiser Franz dem I. Meteoriten übrigens sind Asteroiden, die es bis zum Erdboden geschafft haben. Seit es so viele Kameras und das Internet gibt, entstehen auch immer mehr Bilder von ihnen. Fast so, als wäre das etwas Alltägliches. Ihr Weg durch die Atmosphäre dauert nur wenige Sekunden. Aber die meisten Asteroiden verglühen dabei. So wie dieser, dessen Verglühen, wie so oft, zufällig aufgenommen wurde. Die Atmosphäre hat ihn abgewehrt. Ein Asteroid tritt mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 10, 20, 30 Kilometern pro Sekunde in die Atmosphäre ein. Die Reibung führt zu einer Ionisierung der Atmosphäre. Bis in eine Höhe von mindestens 20 Kilometern sehen wir einen Meteor, der hell leuchtet. Doch was, wenn der Asteroid zu groß ist, um zu verglühen? Wie der Meteorit, der im November 1954 ein Hausdach in Alabama durchschlägt, vom Bücherregal abprallt und die linke Hüfte von Anne Hodges trifft.
Im Oktober 1992 durchschlägt ein Meteorit den Kofferraum eines Chevrolet in Peekskill im US-Bundesstaat New York. Und 2021 landet ein Meteorit in Alberta direkt neben Ruth Hamilton in ihrem Bett. Dass uns eher selten etwas auf den Kopf fällt, liegt auch daran, dass unser Planet zu über 70% mit Wasser bedeckt ist. Und die Hälfte der Menschheit drängt sich wiederum auf nur 1% der Landfläche. Die meisten Objekte fallen deshalb ins Wasser oder auf unbewohntes Gebiet. Alles Paletti also? Eine Nummer größer war der Meteorit, der diesen Krater hinterlassen hat. Es ist nicht überliefert, ob von seinem Einschlag vor 50.000 Jahren auch Menschen betroffen waren. Was als stummer Zeuge geblieben ist? Eine Wunde in der Erdkruste. 180 Meter tief, Durchmesser 1,2 Kilometer. Doch so beeindruckend der Meteor Crater in Arizona auch sein mag, er lässt kaum erahnen, was damals hier los war. Ein so großer Einschlag wurde noch nie von einer Kamera dokumentiert, dafür aber in zahlreichen Katastrophenfilmen visualisiert. Der Film Greenland von Rick Roman Woe aus dem Jahr 2020 stellt einen massiven Einschlag und seine möglichen Folgen so wissenschaftlich korrekt dar, wie wohl kein Film vor ihm. Diese intensive Hitze, der Himmel, der hell aufleuchtet, als wäre die Erde eine Sonne. Dann diese riesige Wolke. Aus dem Boden würde so eine Art Vorhang aus Erdmaterial aufsteigen und sich in deine Richtung bewegen. Der Einschlag würde eine Schockwelle von vielleicht 10 Kilometern aussenden. Dabei würde eine enorme Hitze erzeugt. Und die ganze Region um den Krater herum, wahrscheinlich bis zu einer Entfernung etwa von 10, 20 Kilometern, wäre verwüstet. Was kann so eine Katastrophe auslösen? Das ist ein Fragment des Asteroiden, der den Meteor Crater geformt hat. Der Asteroid hatte einen Durchmesser von 50 Metern, deutlich größer als dieser Saal. Bitte? Nur 50 Meter? Damit wäre er ja kaum größer als der Triumphbogen in Paris. So ein kleiner Asteroid soll dieses kilometergroße Loch gerissen und noch in 20 Kilometern kein Sandkorn auf dem anderen gelassen haben? Die Energie, die in solchen extrem schnellen Objekten steckt, wird am NASA Ames Research Center analysiert. Mit einer Anlage, die noch aus der Zeit der Apollo-Mondmissionen stammt. Eine riesige Kanone, die Objekte im schrägen Winkel ins Innere dieser Kammer schießt. Eine 5 mm kleine Eisenkugel soll den Asteroiden simulieren. Stell dir vor, dieses winzige Baby wäre ein Asteroid mit einem Durchmesser von 50 Metern. Schau mal, was passiert. Es bildet sich dieser winzige Krater. Aber wenn die mit richtig Tempo angeschossen kommt, entsteht etwas Gigantisches. Die NASA-Kanone wird die Kugel auf 6 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Dreimal so schnell wie eine Gewehrkugel. Und immer noch fünfmal langsamer als die meisten Meteoriten, die mit 25 Kilometern pro Sekunde einschlagen können. Oh ja! Yeah. Oh my gosh! Mit Hochgeschwindigkeitskameras wird die Wucht des Einschlags sichtbar. Ihr erinnert euch an den computeranimierten Einschlag aus dem Spielfilm vorhin? Greenland? Das hier ist die Miniaturversion. Aber in echt. Das zeigt die Wirkung von etwas sehr Kleinem, das sich sehr schnell bewegt. Stell dir vor, du würdest hier stehen und zusehen, wie diese Wand aus Erde auf dich herunterregnet, auf dich einprasselt. Eine beängstigende Vorstellung. So ein Einschlag ist vergleichbar mit der Explosion von Atombomben. Die erste Hitzewelle bringt den Lack auf Fahrzeugen zum Verdampfen. Dann folgen die Druckwelle und mörderische Winde. Und je größer der Asteroid,
desto weiter reichen die Folgen. Wenn diese Knochen reden könnten, sie würden uns eine noch dramatischere Geschichte erzählen. Der prähistorische Teil des Wiener Naturkundemuseums ist eigentlich ein Friedhof der Opfer eines Asteroideneinschlages vor 66 Millionen Jahren. Zum Chicxulub-Krater, also dem Einschlag, der zum Aussterben der Dinosaurier führte, beziehungsweise 75% aller Tier- und Pflanzenarten, den müssen Sie sich wie ein paar Milliarden Hiroshima-Bomben vorstellen. Das ist die Energie, die bei diesem Einschlag freigesetzt wurde. Es lief so ab. Zunächst wurde Nordamerika innerhalb weniger Sekunden mit heißem Plasma überzogen. Das ging rasend schnell. Dann fiel das hochgeschleuderte Material auf die Erde zurück und heizte die Luft so stark auf, dass alles in Flammen aufging. Alle Biomasse wurde augenblicklich verkohlt. Und das war noch nicht das Ende. Tatsächlich folgten hunderte von weiteren Einschlägen, aus denen Krater entstanden, so groß wie der Meteor Crater. Eine Szene aus der Hölle. In der Folge schirmen feine Schwefelaerosole die Erde von der Sonneneinstrahlung ab. Nach dem anfänglichen Hitzeschock fallen deshalb die Temperaturen, selbst in den Tropen, unter den Gefrierpunkt. Innerhalb weniger Tage vollzieht sich ein katastrophaler globaler Klimawandel. Pflanzen gehen ein und der Tod wandert durch die Nahrungsketten. Nur kleine Tiere können Unterschlupf und im Anschluss genug zu fressen finden. Okay, das klingt jetzt alles schrecklich, aber die massive Vernichtung hatte langfristig auch eine gute Seite. Zumindest für uns. Denn 165 Millionen Jahre hatten die Saurier die Erde dominiert. Und nun bekamen die anpassungsfähigen Säugetiere ihre Chance. Aus kleinen Erdwühlern entwickelten sich in 66 Millionen Jahren solch süße Alpakas. Ja, und natürlich wir Menschen. Damit steht die Frage aber im Raum, kann uns das gleiche Schicksal treffen wie die Saurier? Statistisch soll ja alle 100 Millionen Jahre so ein Riesenasteroid auf der Erde einschlagen. Laut Statistik kann ich nach 66 Millionen Jahren sagen, mir bleiben ja noch 34 Millionen Jahre. Aber natürlich kann es uns morgen genauso passieren wie in 50 Millionen Jahren. Aber wenn er dann irgendwann mal auf uns zurast, woher kommt ein Asteroid eigentlich? Oh no, okay. Es sind Überbleibsel aus den Anfängen des Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren. Wie das bei kniffligen Bausätzen nämlich immer so ist, am Ende bleibt ein bisschen was übrig. Jetzt ist alles an seinem Platz, aber wir haben noch Reste rumliegen. Das Gleiche ist passiert, als sich Erde und Mond gebildet haben. Nach der Entstehung des Sonnensystems blieben Teile übrig. Sie sind im Weltraum verteilt und kommen gelegentlich direkt an der Erde vorbei. Es gibt sehr kleine, aber die größten können Durchmesser von fast 1000 Kilometern haben. Und wie wahrscheinlich ist es, dass uns größere Teile dieses kosmischen Bauschutts treffen? Schon im 19. Jahrhundert gab es die sogenannte Himmelspolizei. Es war ein Zusammenschluss europäischer Sternwarten zur systematischen Suche nach unentdeckten Himmelskörpern. Und diese Polizei fand auch eine Handvoll von Asteroiden in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und nannte sie Pallas, Vesta, Ceres. Heute kennen wir 1,2 Millionen Objekte inklusive ihrer Flugbahnen. Und jeden Monat kommen einige tausend Entdeckungen hinzu. Heißt das also, wir sind umzingelt von kosmischen Trümmerteilen, die uns jederzeit treffen können? Die meisten Asteroiden befinden sich zwischen Mars und Jupiter im Hauptgürtel. Einen Asteroidengürtel stellen wir uns so vor, Brocken an Brocken. Dank der unrealistischen Auslegung von Star Wars. Da muss Han Solo Slalom fliegen. Going into an asteroid field. They'd be crazy to follow us, wouldn't they? C3
Es stimmt zwar, dass im Hauptgürtel abertausende Tonnen von Asteroiden sind, aber die Entfernungen zwischen ihnen sind riesig. Sie müssen also kein erfahrener Pilot sein, um den Asteroidengürtel zu durchqueren. Außerdem sind die Asteroiden weit entfernt. Schrumpfen wir die Sonne mal auf die Größe eines Golfballs, um das Ganze auf menschliche Maßstäbe herunterzubrechen und die Entfernungen und Größenverhältnisse besser zu verstehen. Das Sonnensystem ist groß. Die Erde ist hier, das ist die Entfernung zur Sonne. Mars ist in dieser Entfernung. Der Asteroidengürtel befindet sich hier am Mittelkreis in sehr großer Entfernung zur Erde. Der Asteroidengürtel liegt also noch hinter dem Mars, weit weg von uns. Jupiter läge im Mittelfeld, Uranus hinter der Torlinie und der äußerste Planet Neptun wäre außerhalb des Spielfeldes. In diesen Maßstäben gleicht es einem Wunder, dass wir überhaupt getroffen werden. Denn wir sind nur ein winziges Sandkorn in den Weiten des Sonnensystems. Und auch wenn abertausend Tonnen Material durch den Asteroidengürtel fliegen, so viel ist es dann doch nicht. Würde eine galaktische Müllabfuhr alle Objekte einsammeln und auf eine Deponie bringen, käme gerade mal 4% der Masse des Mondes zusammen. Und die Hälfte davon steckt in den vier größten Asteroiden: Ceres, Vesta, Pallas und Hygieia, die ihre festen Bahnen im Asteroidengürtel haben. Den Job der Himmelspolizei von damals übernehmen heute sowohl Profi- als auch Hobbyastronomen. Sie suchen rund um die Uhr nach Objekten, die sich anders bewegen als die Sterne. Vor allem Asteroiden von über einem Kilometer Größe, solche, die globale Auswirkungen hätten, sind inzwischen nahezu alle erfasst. Einmal entdeckt, können die Koordinaten des Objekts an das Minor Planet Center in den Vereinigten Staaten gesendet werden. Und dort wird nachgeschaut. Ist es bereits registriert? In dem Fall wird die Datenbank mit Hilfe dieser Beobachtung aktualisiert. Wenn es sich aber um ein neues Objekt handelt, wird es der Datenbank hinzugefügt. Fassen wir mal zusammen. Wir sind winzig klein. Der Asteroidengürtel ist ziemlich leer. Und die Entfernungen sind gigantisch. Gleichzeitig haben wir die meisten Objekte im Blick. Ist der drohende Weltuntergang damit in weiter Ferne? Mag ja sein, dass sie jetzt gerade weit weg sind, aber man weiß nie, was passieren wird. Manchmal können die Dinger auch zusammenstoßen. Sie werden auch von Planeten und anderen Asteroiden beeinflusst und können durch die Gravitation aus ihrer Umlaufbahn geschleudert werden. Ich bin also keineswegs beruhigt. Tja. Und dann gibt es noch die rund 30.000 Asteroiden bei uns in der Gegend. Es gibt diese sogenannten erdnahen Objekte. Das sind Asteroiden, die aus dem Hauptgürtel in das innere Sonnensystem geschleudert wurden und die Umlaufbahn der Erde kreuzen. Unterschätzen wir heute die Gefahr, die von Asteroiden ausgeht? Vielleicht, weil die Erde die Beweise immer wieder verwischt? Auf der Nordhalbkugel haben Gletscher das Land einfach glatt gefegt. Und da es kaum Spuren gibt, sind Schätzungen schwierig. Gemessen an den Kratern, die es in Argentinien gibt, könnten wir die Zahl der Einschläge um den Faktor 5 unterschätzt haben. Der nächste Einschlag könnte bereits in den nächsten 5 Millionen, vielleicht auch schon in den nächsten 100.000 Jahren kommen. Wir wissen es einfach nicht. Das ist ja alles nur Statistik. Und es gibt dann noch ein Problem. Die Bedrohung kann auch aus Ecken kommen, die wir nicht im Blick haben, weil sie selbst für unsere Teleskope zu weit entfernt sind. In den eisigen Tiefen am äußeren Rand des Sonnensystems sind Kometen zu Hause, die eisigen Geschwister der Asteroiden. Die Kometen kommen von verschiedenen Orten. Einer ist weiter entfernt als Neptun. Ein anderer liegt noch viel weiter draußen in der Oortschen Wolke. Und von dort können sie weiß Gott wann kommen. Von diesen weit entfernten Objekten wissen wir einfach nicht, wann sie zu uns kommen. Auf unser Fußballfeldmodell übertragen heißt das, diese Objekte sind so weit entfernt, dass sie selbst in diesem Maßstab nicht mal auf die Erde passen würden. Die Oortsche Wolke ist so weit entfernt, dass wir die Objekte dort nicht beobachten können. Deswegen wissen wir nicht genau, was sich da tut.
Es könnte sein, dass die Objekte, die sich in der Oortschen Wolke befinden, ab und zu die Wolke verlassen und sich Richtung Sonne bewegen, in das Sonnensystem hinein. Und wenn es irgendwann mal wieder soweit ist, was dann? Wir müssen auf die Asteroiden, die den Verlauf der Menschheitsgeschichte verändern können, vorbereitet sein. Eine Idee, wie ein Asteroideneinschlag verhindert werden könnte, wurde 1998 in dem cineastischen Welterfolg Armageddon durchgespielt. Die Rettung unseres Planeten wurde ermöglicht von Bruce Willis, dem Space Shuttle und einer Atombombe. Wäre das also die Lösung? Das Objekt könnte unvollständig explodieren. Dann hätten wir lauter Brocken, die durch die Gegend fliegen, wie eine Schrotladung. Das wäre nicht gut. Wenn es Sprengen nicht ist, was ist dann die Lösung? In den letzten Jahren wurden mehrere Ansätze diskutiert. Man könnte ein Sonnensegel am Asteroiden anbringen. Über einen längeren Zeitraum würde der Sonnenwind den Kurs so weit verändern, dass der Brocken an der Erde vorbeizieht. Oder den Asteroiden an einer Seite mit reflektierender Farbe besprühen. Denn wenn die andere Seite dann von der Sonne stärker erwärmt wird, führt auch das zu einer Kursänderung. Oder man richtet gebündeltes Sonnenlicht auf den Asteroiden. Der Rückstoß des erhitzten Materials würde wie eine kleine Rakete wirken und die Bahn verändern. Doch all diese Ideen haben einen Nachteil. Wir sind noch lange nicht in der Lage, sie technisch umzusetzen. Wir können es mit einer Technik versuchen, die Gravitationstraktor genannt wird. Eine Sonde wird neben einem Asteroiden geparkt. Ihre Gravitationskraft ist schwach, aber sie reicht aus, um den Kurs des Asteroiden zu verändern. Durch diese kleine Abweichung verfehlt der Asteroid die Erde. Allerdings kann diese Methode nur angewendet werden, wenn uns viele, viele Jahre bis zum Einschlag bleiben. Aber was, wenn wir nicht so viel Zeit haben? Wir wissen, wie man eine Sonde als kinetischen Impaktor baut. Kinetischer Impaktor. Man könnte es auch Kamikaze-Sonde nennen. Der Plan, eine möglichst schwere Sonde rammt den Asteroiden mit voller Wucht. Das soll ihn dann wenigstens ein bisschen vom Kurs abbringen. Auf längere Sicht kämen ein paar tausend Kilometer Abweichung zusammen. Genug, um die Erde doch nicht zu treffen. Das hat die NASA im Herbst 2022 mit einer Sonde namens DART getestet. 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, sollte sie den Asteroiden Dimorphos treffen. Die DART-Mission ähnelt dem Wurf eines Pfeils aus einem fahrenden Auto in Toulouse. Der Pfeil soll ein apfelgroßes Objekt an der Ostküste der USA treffen. Ziemlich weit weg also. Es braucht jede Menge Präzision. Glücklicherweise hat die DART-Sonde im Gegensatz zum einfachen Pfeil eine intelligente Steuerungstechnik an Bord. Aber welchen Einfluss kann eine kühlschrankgroße Sonde auf ein Objekt von der Größe der Cheops-Pyramide haben? Ein guter Grund, noch mal die Kanone rauszuholen. Kann diese kleine Kugel dieses Asteroidenmodell bewegen? Los geht's. Im Experiment schlägt die Kugel mit 21.000 Kilometer pro Stunde ein. Das hat Schaden angerichtet. Die gleiche Geschwindigkeit, die auch die echte Sonde im All hat. Das reicht aus, um die Position des Asteroidenmodells zu beeinflussen. Der Impuls wird durch das Material, das weggeschleudert wird, noch erhöht. Das erzeugt weiteren Schub, zusätzlich zur Kollision mit dem Asteroiden. Hier die letzten Bilder der Sonde DART. Und hier die des Begleitsatelliten nach der Kollision. Wie bei unserem Kanonenschuss ist Material in alle Richtungen geschleudert und die Bahn des Asteroiden ändert sich.
Dank der DART-Mission haben wir nun bewiesen, dass wir uns schützen können, wenn es eines Tages nötig sein sollte. Im Film Armageddon ist die Strategie vor allem die Zerstörung, nicht der Kurswechsel, was in der Realität vermutlich alles andere als Beifall ausgelöst hätte. Egal wie, das Überleben der Menschheit abhängig zu machen von der Treffsicherheit eines DART-Pfeils ist auch so eine Sache. Gibt es nicht noch eine andere Lösung? Eine, bei der nicht gegen, sondern mit Asteroiden gearbeitet wird? Dank Rohstoffabbau auf Asteroiden werden wir Wege finden, sie auch zu bewegen. Vor allem, wenn sie eine Gefahr für uns sind. Okay, Bergbau auf Asteroiden. Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Wir machen in der Raumfahrt immer weiter Fortschritte. Jetzt sind wir an einem entscheidenden Punkt, an dem Asteroidenbergbau und Rohstoffgewinnung im All nur noch eine Frage der Zeit sind. Die Menschen, die das höchstwahrscheinlich erleben werden, sind heute schon geboren. Tatsächlich kann man inzwischen sogar einen Master in Weltraumbergbau machen. Passenderweise an dieser Universität in Colorado, Heimat des zweiten amerikanischen Goldrauschs. Asteroiden sind als Bauschutt des Sonnensystems keinesfalls wertlos. In ihnen stecken jede Menge begehrte Rohstoffe wie Platin, Gold, Eisen und seltene Erden. Rohstoffe, die wir dringend auf der Erde brauchen, auch für die Energiewende. Etwa zur Herstellung von Solarzellen und Windrädern, aber natürlich auch für unsere geliebten Handys und Mikrochips. In einer nicht allzu fernen Zukunft werden wir auf Rohstoffe aus dem All angewiesen sein. Denn die Vorräte auf der Erde sind heute schon knapp. Die Umweltverschmutzung, die Bergbau mit sich bringt, wäre beim Rohstoffabbau im All weniger ein Problem. Tatsächlich könnte ein einzelner Asteroid, wie etwa 16 Psyche, mehr Gold und Platin enthalten, als jemals auf der Erde abgebaut wurde. Ich denke, die kommerziellen Aussichten werden Leute dazu motivieren, die Dinge im Weltraum anzupacken. Mit Asteroidenbergbau Geld zu machen, könnte die Raumfahrt schon bald verändern. So wie das Internet unsere Art zu kommunizieren revolutioniert hat. Zukünftige Erkundungsmissionen werden helfen, diese Objekte besser zu verstehen. Und das wird helfen, unseren Planeten zu verteidigen. Denn je besser wir die physikalischen Eigenschaften des Asteroiden kennen, desto leichter wird es uns technisch fallen, seine Flugbahn zu verändern. Man könnte eine Vorschrift erlassen, dass jeder, der Rohstoffe auf Asteroiden abbauen möchte, gleichzeitig zum Schutz vor Asteroiden beitragen muss. Etwa indem Daten und Forschungsergebnisse offengelegt werden. Und natürlich die technischen Methoden, die zur Asteroidenabwehr eingesetzt, wiederverwendet oder umfunktioniert werden könnten. Und dann könnte es noch viel weiter gehen. In einer nicht allzu fernen Zukunft könnten uns die Rohstoffe der Asteroiden helfen, einen lang ersehnten Menschheitstraum zu erfüllen. Wir könnten den Mars oder andere Planeten besiedeln. Das mag im Augenblick unrealistisch klingen, aber seien wir mal ehrlich. Wir sind in den vergangenen 70 Jahren Raumfahrt doch schon ziemlich weit gekommen. Die Menschheit ist auf dem Mond gelandet. Wir können inzwischen Sonden zu Kometen und Asteroiden schicken, von dort Proben zur Erde holen oder sogar ihren Kurs beeinflussen. Mit unseren Teleskopen können wir fast bis an den Anfang des Universums zurückblicken. Warum sollte es also verrückt sein, Asteroiden nicht nur als Gefahr zu sehen, sondern vielmehr als wertvolle Ressource für unseren Planeten? Denn anders als die Dinosaurier, die kein Raumfahrtprogramm hatten, können wir etwas gegen die Bedrohung unternehmen. Sobald damit Geld verdient werden kann, wird es richtig losgehen. Ist Neugierde das Motiv, wird es noch eine Weile dauern. Also, lasst uns das Zeug abbauen. Let's go mining.